alle Einheiten 1199 Beacon Nervenklinik. Etwas sehr Merkwürdiges vor sich. Verdammt! Doc. Werde ich verrückt? Wirst du leben können mit dem, was ich dich tun lassen werde? Verstand verloren. Ja, herzlich willkommen hier zu meinem neuen Projekt hier, die Evil Fighting. Ja, das beste Game von der Gamescom 2014, brutal, mysteriös und Horror-Survival, wie soll es auch sein. Freunde, wir legen los hier, ich habe es für euch angekündigt, ich habe 22 Uhr, das dürfte jetzt bei euch sein. Haben wir ein neues Projekt hier, die Evil Fighting, ich habe es mal zugelegt, ich konnte es nicht anders, ich stand im Laden und es hat mich so angeblendet. Ja, gehen wir auf ein neues Spiel. Yo! Helligkeit, bitte passe die Helligkeit an, so dass die Markierung in der Mitte gerade noch zu sehen ist. Ja. Gehen wir so, so ist okay. Vom Feinsten. Ja, Freunde, wir sind Einsteiger natürlich. Wir fangen erst an. So. Viel Spaß mit dem Intro. Einsatz 4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben Verbindung mit einem Beacon. Wähle das Kopfstab. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Thank you.
ihr dazu? Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. So, meine Lieben, wir sind jetzt hier angekommen und müssen jetzt hier zu den Tatort gehen. Wir verfolgen jetzt einfach mal ganz geschwischt unsere Kameraden hier. Ja, verlassene Polizeiautos, so wie ich das sehe. Ist das ein gutes Zeichen oder ist das ein schlechtes Zeichen, wenn ja keine Beamten da sind? Ja, Krankenwagen ist auch da. Ja, von der Grafik muss ich echt sagen, das ist sehr, sehr gut gelungen und ich bin da sehr, sehr eitel in der Sache geworden. Aber es ist echt wunderbar geworden. Also echt wunderschön. So, gehen wir jetzt mal in diese Klinik. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Ja, meine Lieben, angekommen hier in der Klinik, sieht man schon wieder Tote über Tote. Ja, Leute in Zwangsjacke, also ist das eine Nervenklinik hier. Beacon Mental Hospital, ja. Alles umgeworfen. Hier liegt ein Haufen Blut rum, es ist Wahnsinn. Ja, hier vorne liegt noch einer. Gehen wir zu unserem Partner. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei Ihnen. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Ja, schauen wir mal zu den Überwachungskameras hier in den Hospital. Nein! Schießerei! Blut über Blut, eine Ratte begrüßt uns. Wir hängen am Bein. Was ist das? Ach du Scheiße. Wo sind wir denn jetzt hier angekommen? Bewege die Kamera. Ja. Was macht der jetzt? Was macht der? Oh, alter Schwede. Ach du Gott. Ja, da blinkt ein Messer. Oh. Der hat ihn gehypiert. Ja. Ja. Ja, wir müssen uns hier hinpendeln. Zu dem Messer. Ja. Ja. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Jetzt haben wir's. Ja, schneiden wir uns los hier. Aua. Immer auf die Armknochen.
Alter Schwede, wie sieht das hier aus? Bin ich denn jetzt hier angekommen? Erinnert mich ein bisschen gerade an Texas Chainsaw Massacre. Schleichen. Okay. Gewöhnlicher Schlüssel, ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Ja, nehmen wir den Schlüssel mit und verstecken wir uns. Am besten hier. Ja, da kommt wieder Chixo. Ich nenne ihn jetzt mal Chixo. Was macht er denn da? Ja, Freunde. Verschwinden wir hier. Aus diesem ekligen Keller. Ja, halten Sie die Leertaste gedrückt. Und machen Sie die Tür auf. Aha, okay. Kontrollpunkt. Oh, wenn ich das hier aus dem rechten Ohr sehe. Oh, das ist ja... übel krass, übel krass. Oh, Kettensägen. Ich wusste doch, ich bin bei Chixo. Nein! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Nein! Rennen wir! Ja, durch die Türe! Nein! Oh! Am Bein erwischt! Ach du Scheiße! Renne! Renne! Humpel! Humpel! Oh, und rein in die gute Stube. Oh, nee. Nein. Ja, super. Fängt ja schon gut an. Blutwurst. Gut, dass ich gerade eben gegessen habe. Oh, macht sich besonders gut. So, steigen wir aus dem Tümpel raus hier. Putzen wir uns die letzten Klumpen ab. Und schauen mal, wo wir hier angekommen sind. Das sieht aus wie die Restmüllanlage. Ja, unser Bein ist verletzt. Gehen wir durch die Türe hier. Ja, wo sind wir jetzt hier angekommen? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, die Grafik ist 1A. 1A, sage ich dazu. Oh Gott, was erwartet uns jetzt hier? Nein, oh, wird er diese Brühe. Ja, eindeutig, hier klettern wir raus. Oh, und ich habe mich echt auf das Spiel gefreut, Freunde. Das ist mein Highlight dieses Jahr hier. Definitiv. Ja, machen wir die Tür auf. Schauen wir, ob wir irgendwas finden können hier. Schätze ich mal nicht, dass wir hier irgendwas finden. So, gehen wir also wieder die Türe raus. Humpeln wir in den nächsten. Ja, wo geht's hier raus? Das frage ich mich auch. Alte Notiz aus
Chaos der Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dahin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du warst derjenige, der entkommt und könntest der eher eine sein, der überlebt. Strich R. Punkt. So, meine Lieben. Ja, bevor ich jetzt hier weitermache. Unsere fast 15 Minuten sind wieder um hier. Ja, so schnell geht das, wenn man ein gutes Spiel hat, sind 15 Minuten nix. Ja, früher in der Schule war es anders. Ja, Freunde, mir hat es echt Spaß gemacht, diesen ersten Part hier vorzustellen. Ja, ich freue mich echt schon auf den zweiten Part, den ich morgen wieder 22 Uhr für euch bereitstelle. Ja, freut euch. Ja, bis dahin. Wie gesagt, die Grafik hier 1A. Was ich bis jetzt schon gesehen habe, überzeugt mich schon zu 100%. Und ja, bevor wir hier auf das Neues treten, sage ich jetzt erstmal vielen Dank für den ersten Part hier, den ihr wieder wunderbar geschaut werdet, schätze ich mal. Und ja, begrüße euch dann in den nächsten Part wieder, wenn es heißt Stup oder Leb. Dankeschön!